Playmate Michaela Schäfer in Wien. Von wem das sonst so freizügige Model nun Ausziehverbot bekommen hat und warum aus ihren Haaren jetzt eine Schamhaarperücke wird. Unübersehbar ist auch sie. Nacktmodel Michaela Schäfer war in Wien. Doch wie tickt diese Frau eigentlich? Böse Zungen behaupten ja, Michaela leidet an Kleidungsunverträglichkeit. Ja, ich wollte weniger anhaben. Ich wollte ja mal wieder, so wie man mich kennt, obwohl, so konnte man mich noch nicht. Ich wollte eigentlich ganz nackt kommen. Für Veranstalter und Künstler Andrew Stix dann doch etwas zu viel des Guten. Er sieht seine Muse Michaela lieber nur auf seinen Kunstwerken, so wie Gott sie schuf. Sie haben mich schon alle gefragt. Zieht sie sich aus? Und genau das ist es aber. Das ist genau der Punkt. Ja. Und jetzt fantasieren nämlich alle. Ach, wie wäre es, wenn? Und dann ist es eh viel schöner im Kopf, weil das, sowas entsteht meistens im Kopf. Tja, die Berufsnackte weiß eben, Sex sells. Immerhin casht sie für Auftritte durchschnittlich zwischen 2.000 und 3.000 Euro ab. Was sie dafür eigentlich genau zu bieten hat, weiß sie selber nicht so genau. Bei mir ist ja eh undefinierbare Berufe. Ja, ich bin ja Nacktschnecke, Nacktkonzeptkünstlerin. Berufsnudistin, was bin ich denn noch alles? It-Girl, Glamour, Model, Nacktmodel, keine Ahnung, alles mögliche. Und jetzt bin ich auch noch Muse, das finde ich toll. Jetzt habe ich einen weiteren Job. Und als Muse muss man vor allem eines, perfekt aussehen. Und da auch eine Michaela nicht als Naturschönheit vom Himmel gefallen ist, ging's vor der Vernissage zum Umstyling. Ich sehe ohne Make-up so aus. Wow, das ist so schrecklich. Ich mag mich selber gar nicht so gern ohne Make-up. Ich find's einfach toll, wenn so Glamour dabei ist und alles ein bisschen mehr ist als üblich. Dafür begab sie sich in die Hände von Promi-Freund und Figaro Josef Winkler. Wir waren exklusiv dabei und merken sofort, das Around-Talent hat klare Vorstellungen. Sag mal, würde mir eigentlich ein Pony stehen? Ich gucke gerade so. Weil das Gute ist, wenn man einen Pony hat, dann müsste ich kein Botox mehr spritzen. Michaela denkt eben praktisch. Vor allem, da sie ja eigentlich an einer Friseurphobie leidet und nur alle 2 bis 3 Jahre einen Hairstylisten aufsucht. Josef Winkler vertraut sie sich dennoch an. Also, bereit? Ja. Okay. Ab damit. Der braucht schon Haare. Okay. Aber die Haare möchte ich behalten. Wirklich jetzt? Ja, weil die versteigere ich auf eBay, weil da machen sich bestimmt Leute so ein Schamhaar-Buffet daraus. Denn diese sollen ja angeblich in Europa wieder stark im Kommen sein. Ja, ja, ich bin sogar auch gefragt worden, ob ich auf Schamhaare stehe oder nicht. Und? Na, was glaubst du? Ich bin 1968 geboren, meine Jugend war in den 80ern. Also, auf was stehe ich? Ob Wildwuchs oder nicht, Hauptsache die Frisur sitzt. Oh, das sieht aber echt süß aus. Ja? Oder? Ja, mir gefällt's auch. Ich guck mal, ich laufe immer mit Sonnenbrille rum. Ja? Ja, na, es ist perfekt. Oh, ich sehe aus wie Jackie Kennedy, oder? Ja. Und siehe da, anscheinend hat die Frisur wirklich einen positiven Effekt auf Michaela, denn bei der Ausstellung zeigte sie sich ausschließlich auf der Leinwand nackt.